Ich möchte euch in diesem Video ein ganz besonderes Sammelgebiet vorstellen, welches mir sehr am Herzen liegt, welches ich persönlich selber verfolge und welches auch sehr gern gesehen ist bei den regelmäßigen Grading-Challenges, die wir bei Facebook jetzt schon seit einiger Zeit veranstalten, also wo Facebook-Nutzer ihre Münzen zum Grading einreichen, um eine Bewertung von einem kommerziellen Drittanbieter zu bekommen. Und auch dieses Mal sind einige Münzen aus diesem besonderen Sammelgebiet eingegangen, die ich euch heute vorstellen möchte. Die Rede ist von Münzen aus der Weimarer Republik. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich spannendes Sammelgebiet, nicht nur wegen des historischen Kontextes, wegen der Zeit zwischen der Weltkriege, einer Zeit, in der man womöglich in erster Linie nicht daran gedacht hat, jetzt Münzen in Gold und Silber zu prägen, aber es wurden dann eben doch einige Münzen in Silber geprägt und einige davon möchte ich hier in diesem Video zeigen, einfach um euch ein bisschen Lust zu machen auf dieses besondere Sammelgebiet, welches wirklich faszinierend ist und variantenreich. Hier seht ihr eine 5-Reichsmark-Münze, die hier auch auf der Bildseite zu sehen ist, zur Jahrtausendfeier der Rheinlande im Jahr 1925. Das ist eine Münze, die recht weit verbreitet ist, die es auch mit allen Münzzeichen gibt, die es auch als 3-Mark-Münze gibt und die in der 3-Mark-Variante im Moment so ungefähr bei 30 Euro schon zu bekommen ist, also ein schöner Einstieg. Das ist auch eine Münze, die damals recht häufig im Umlauf anzutreffen war und eine recht hohe Auflage hatte. Hier aber die 5-Reichsmark-Münze natürlich deutlich seltener, auch deutlich schwerer, deutlich gewichtiger. Man sieht das hier schon, das ist schon ein echt schönes Stück Silber. Und diese 5-Mark-Münze hier mit einer schönen, feinen Patina am Rand. Man sieht hier auch auf den ersten Blick schon so natürlich Umlaufspuren, was bei dieser Münze völlig in Ordnung ist. Man sieht hier so minimale Beschmutzung, die aber aus meiner Sicht gar nicht stark ins Gewicht fallen. Man sieht auch noch hier den Prägeglanz gerade hier und da sieht man, dass da noch der Glanz erhalten ist und deswegen gehe ich doch recht stark davon aus, dass diese Münze im MS-Bereich gegradet wird, also noch im Stempelglanzbereich gesehen wird. Natürlich sind das alles meine persönlichen Einschätzungen und Vermutungen, die können immer daneben liegen. Und in diesem Video soll es auch gar nicht in erster Linie so um die Grading-Ergebnisse gehen, sondern um diese wirklich prächtigen Motive. Und hier seht ihr auch schon gleich das nächste Motiv, einer der Klassiker im Bereich der Weimarer Republik, die 3-Mark-Münze zu Ehren der 450-Jahr-Feier der Universität Tübingen im Jahr 1927 geprägt. Hier 3 Reichsmark 1927 mit dem berühmten und altbekannten Eberhard im Bart und der hier eben auch einen recht prächtigen Bart auf der Münze hat. Auch bei dieser Münze sehen wir auf den ersten Blick minimale Umlaufspuren, ein bisschen Tönung, eine leichte Patina und ich denke, ich hoffe sehr, dass bei euch als Interessierten zu historischen Münzen hier das Herz schon deutlich höher schlägt, wenn man diese 3 Reichsmark sieht. Das ist eben eine Gedenkmünze aus der Weimarer Republik mit einer recht niedrigen Auflage. Die Münze, die Tübingen-Gedenkmünze, ist eine der seltenen 3-Mark-Gedenkmünzen aus der Weimarer Republik. Und wenn wir gerade von Seltenheit sprechen, dann müssen wir über die 5-Mark-Münze mit dem gleichen Motiv sprechen, die ihr hier gleich sehen werdet, wenn mein Objektiv scharf stellt. Da haben wir ihn nochmal wieder, Eberhard, in XXL-Ausführung auf der 5-Reichsmark-Münze aus dem Jahr 1927. Hier sieht man auch schon ein etwas stärkeren Prägeglanz, der noch vorhanden ist. Die Prägung ist ziemlich scharf geraten. Der Randstab ist
unversehrt an der Stelle. Der Rand selber, das sieht man hier auch an der Stelle, ist schon etwas abgenutzt. Und man kann schon annehmen, dass diese Münze im Umlauf gewesen ist, aber sie wird nicht so lang im Umlauf gewesen sein. Und generell muss man auch sagen, einfach bei diesen niedrigen Auflagen, bei diesen 5-Mark-Münzen, ist nicht davon auszugehen, dass die recht lange im Verkehr gewesen sind, sondern dann auch recht schnell in einem Sammelalbum verschwunden sind. Man sieht hier auch wieder ganz schön, wenn man sich so ein bisschen die Systematik des Grading anschauen will, dann sieht man hier auf dieser Münze auf den Hochpunkten minimalste Abnutzung. Das ist hier sehr schön zu sehen. Dieses Motiv, dieses Relief ist auch einfach sehr prädestiniert, um das mal zu erklären. Also hier zum Beispiel der Bart vom Eberhard im Bart, hier diese Rüstung oder dieses Hemd, die Kette, das Ohr, die Wange. Hier, das sind so typische Hochpunkte auf einer Münze, die als allererstes angegriffen werden und die sich die Grader auch anschauen, um zu schauen, ob diese Münze im hohen MS-Bereich angesiedelt ist oder eher im mittleren oder im niedrigeren MS-Bereich. Also das ist, finde ich, ein Lehrstück aus meiner Sicht, um zu schauen, was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen einer MS 67er Bewertung und einer MS 64er Bewertung. Und da sieht man, die Abnutzung hier sind wirklich minimal, aber man sieht es hier, die obersten Reliefpunkte glänzen ein ganz klein bisschen. Und darauf sollte man achten, wenn die stärker abgenutzt werden als bei dieser Münze und man ein MS-Grading im Mint-State-Bereich sich wünscht, dann würde ich noch mal drüber nachdenken. Aber bei dieser Münze, denke ich, ist das kein Problem. Das Schöne bei dieser Grading Challenge ist, wir haben noch ein zweites Exemplar, wo man das auch noch mal schön sehen kann und wo man auch wieder fein sieht, hier dieser matte Glanz der Münze und hier wieder die Hochpunkte, die wirklich minimalst abgenutzt sind, noch völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Natürlich lasse ich mich da auch immer eines Besseren belehren, aber ich persönlich denke, hier sieht man auch noch mal deutlich, wie schön der Prägeglanz bei dieser Münze erhalten ist. Also das wird sehr spannend, nicht nur weil diese Münze im Rohzustand schon recht selten, recht wertvoll ist, sondern auch weil sie gegradet hier noch mal deutlich im Wert abheben kann, weil es sehr schwer ist für Weimar Münzen ein gutes Grade zu bekommen. Das gilt auch für diese Münze. Wir haben hier jetzt wieder eine 3-Mark-Münze zu sehen. Hier Deutsches Reich, 3 Reichsmark, 1927 immer noch. Die Universität Marburg wird gewürdigt mit dem Münzzeichen A. Und das hier ist aus meiner Sicht auch wieder ein typischer Kandidat für ein mittleres MS-Grading. Hier keine größeren Spuren. Natürlich hier oben wieder am Rand ein paar kleine Ungenauigkeiten, die aber völlig normal sind. Man muss natürlich auch einfach sagen, diese Münzen sind fast 100 Jahre alt. Die haben nicht 100 Jahre irgendwo in einer Schublade gelegen, sondern die haben ihren Zweck erfüllt kurzzeitig und sind deswegen einfach sehr begehrenswerte, sehr prächtige Stücke. Auch hier wieder die Gestaltung dieses Motivs. Ich habe es ja an der Stelle schon gesagt vorhin, ich mag Weimarer Republik Münzen unheimlich. Das ist mit im Moment ist es mein Lieblingssammelgebiet, auch einfach weil, das muss man an der Stelle vielleicht auch ehrlich sagen, die Preise in den letzten Jahren doch eher zurückgegangen sind und sich hier jetzt die spannende Situation ergibt, dass man durch ein Grading die Preise, wenn man gute Münzen aussucht, doch ja in andere Regionen katapultieren kann. Und so eine Münze, so wie jetzt hier zum Beispiel die 3-Mark-Münze aus Bremerhaven aus dem Jahr 1927, die im Moment für so ungefähr 100 Euro zu haben ist, wenn man sie roh kauft, wenn man sie ohne Grading kauft, die kann in einer mittleren MS-Bewertung schon durchaus mal bei 250 oder 300 Euro landen. Insofern ist das wirklich spannend, hier auch für Menschen, die ein gutes Auge haben für solche Details, hier sich die Rosinen rauszupicken. In den USA habe ich jetzt auch gerade gelernt, sagt man nicht Rosinen picken, sondern man sagt Cherry Picking, also Kirschen pflücken. Und das hier
ist aus meiner Sicht sicherlich eine solcher numismatischen Kirschen. Ich meine, das werdet ihr bei meinen Videos auch sehen. Ich mag alle Münzen, nicht nur die, die hier eingereicht werden, sondern einfach historische Münzen generell. Aber ihr werdet auch sehen, beim Grading kommt es einfach auf jedes Detail an. Hier sieht man nochmal eine 3-Mark-Münze, Bremerhaven 1927, Münzzeichen A. Ähnlich erhalten wie das Vorgängerstück, also auch hier meine Vermutung, mittlerer MS-Bereich. Also ja, wie gesagt, ich tue mich immer schwer, da konkrete Empfehlungen oder konkrete Schätzungen abzugeben, aber ich nehme an, dass die Münzen, die wir jetzt gesehen haben, meistens so MS63, MS64 bekommen und das sind dann schon wirklich gute Ergebnisse. Hier seht ihr einen absoluten Kracher, eine absolute Seltenheit. Das ist wohl die seltenste Weimarer Republik-Gedenkmünze 3 Mark 1928, die 1000-Jahr-Feier der Stadt Dinkelsbühl hier, wieder 3 Reichsmark. Und das ist ein Stück, das ist im Moment, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es so für 400, 500, maximal 600 € im Rohzustand zu haben. Und wenn man diese Münze in einem besseren Grading hätte, also beispielsweise in MS66, dann gehen solche Münzen in den USA für so 1200 Dollar weg, also der doppelte Wert. Und das liegt einfach daran, dass diese Münze an sich schon sehr selten ist und eben in sehr guter Erhaltung noch seltener ist. Da spricht man dann über eine Population von 2 oder 3 Stücken in der Spitzenerhaltung und da sind Sammler auch bereit, etwas mehr oder deutlich mehr zu bezahlen. Das nächste Stück, die nächste Münze ist eigentlich, das sage ich an der Stelle etwas einschränkend, keine Seltenheit. Diese 3-Mark-Münze zur Vereinigung Waldecks mit Preußen im Jahr 1929, das ist eher so ein Stück, was man für unter 100 € bekommt. Aber ihr seht hier schon, wenn man genau hinschaut bei dieser 3-Mark-Münze, da hat sich etwas getan auf der Oberfläche, nämlich eine leichte, feine Regenbogenpatina. Und das ist etwas, in Deutschland gibt es da viele Anhänger davon, ich gehöre auch dazu, die eine solche Patina oder eine solche Tönung, wird es ja auch häufig genannt in den USA, Toning, wertschätzen. Viele andere Sammler in Deutschland sind da gar nicht so von begeistert, aber das Schöne hier dran ist, dass diese Tönung beim Grading meistens positiv berücksichtigt wird. Es ist ja so, das Grading, was am Ende in einer Zahl mündet, besteht aus insgesamt 4 Kategorien. Einmal aus der allgemeinen Oberflächenerhaltung, also ob die Münze Kratzer hat oder nicht. Dann der Glanz, der Prägeglanz, dann die Prägung an sich, also der Strike auf Englisch, also wie scharf ist die Prägung, ist sie präzise, ist alles zu sehen. Und dann gibt es noch die vierte Kategorie, die sogenannte Augenattraktivität, Eye Appeal auf Englisch. Und damit ist eigentlich nichts anderes gemeint als beispielsweise so eine Patina, wie sie hier zu finden ist. Und generell, natürlich gibt es da keine feststehenden Regeln, aber man kann sagen, dass der Eye Appeal das sonstige Grade um bis zu eine Note nach oben heben kann. Und deswegen bin ich bei der Münze, die ihr gerade eben gesehen habt, wirklich gespannt, was da am Ende bei rauskommt und auf eine positive Überraschung nach oben hin. Aber lasst uns nicht zu sehr an den Noten festhalten, sondern einfach diese wirklich schönen Münzmotive wertschätzen. Hier seht ihr nochmal die 3-Mark-Münze Magdeburg mit diesem wirklich tollen Stadtmotiv. Also ich nehme an, jeder Magdeburger, der was mit Münzen zu tun hat, der muss diese Münze in seiner Sammlung haben. Hier seht ihr die Skyline, hat man das damals noch nicht genannt, einfach die Stadtansicht von Magdeburg. Man sieht hier auch schon, wenn man genau hinschaut, so mehrere kleine Kratzer in den freien Flächen. Generell gilt ja die Regel bei der Bewertung der Oberflächenerhaltung,
dass ein Kratzer oder eine Beschädigung in diesem Bereich, also in den Hochpunkten, mehr ins Gewicht fällt als jetzt in den freien Flächen. Aber in diesem Fall würde ich schon mal sagen, da sind viele kleinere Kratzer. Also ich nehme an, dass diese Münze auch am Ende im unteren mittleren MS-Bereich landen wird. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich da zu kritisch bin und zu genau hinschaue. Das nennt man ja in den USA auch so schön Micrograding, was nicht so gern gesehen ist, dass man sich da zu sehr aufhängt an Details. Aber schauen wir einfach mal, was am Ende rauskommt. Und egal welches Grade da rauskommt, diese Münzen sind aus meiner Sicht alle begehrenswert und ansehnlich. Das trifft auch für das Ende sozusagen dieses Sammelgebietes zu. Wir haben hier aus dem Jahr 1932 eine 5-Mark-Gedenkmünze zu Ehren des Herrn Goethe. Hier ein sehr minimalistisches Motiv, aber auch sehr ikonenhaftes Motiv. Diese 5-Mark-Münze, diese Darstellung von Goethe ist sehr bekannt, ist in vielen Zeitschriften, Münzzeitschriften zu finden und markiert ja auch den Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich. Und wenn ich das an der Stelle auch sagen darf, auch gestaltungstechnisch finde ich, ist schon ein Unterschied zu sehen zu den Münzen, die ihr vorher gesehen habt, wo man doch mit der Gestaltung experimentiert hat und sich mehr getraut hat. Das hier ist schon mehr staatstragend, mehr ernst und ja, langweilig will ich an der Stelle nicht sagen. Aber ich finde, man sieht hier schon den Übergang zu einer Hindenburg-Münze und diesen anderen Münzen aus dem Dritten Reich. Zu der 5-Mark-Münze muss man generell sagen, die ist also wirklich äußerst selten. Die ist im vierstelligen Bereich angesiedelt beim Sammlerwert. Ja, und wo wir von vierstelligen Sammlerwerten sprechen und von Münzensammlerträumen, da habe ich noch zwei ganz besondere Stücke, die ich euch zum Abschluss zeigen möchte. Das ist einmal eine 3-Mark-Münze hier aus dem zum Thema Bremerhaven oder zum Motiv 100 Jahre Bremerhaven. Und ihr seht hier womöglich schon an dem Glanz, das hier ist nicht Stempelglanz, das ist polierte Platte. Denn es wurden von den meisten Weimarer Münzen auch PP-Ausgaben geprägt, in sehr geringen Auflagen. Und dementsprechend sind diese Münzen nicht nur unfassbar schön anzusehen. Ich zeige das hier gerne auch nochmal in Nahaufnahme. Polierte Platte, noch nicht 100 Jahre alt, aber ja, wie fast 100 Jahre alt, bald Glanz, Sammlerglück in Perfektion. Ich kann es nicht anders sagen. Ich will jetzt auch nicht anfangen, hier loszusabbern vor Freude, aber das finde ich schon wirklich toll. Das gleiche gilt hier auch für diese 3-Mark-Münze aus dem Jahr 1930 zum Rheinstrom, Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze. 1930 auch polierte Platte. Leichte Patina hier und ansonsten feine polierte Platte. Da bin ich wirklich mal gespannt bei dieser Münze. Da ist also der Glanz noch voll erhalten aus meiner Sicht. Also da, ich will mich mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe mir die Flächen nicht zu genau angeguckt. Hier sieht man schon ein paar Kratzer, aber das könnte durchaus eine PF 66 werden am Ende oder sogar 67. Bin ich mal gespannt. Und mit diesem Anblick von diesen polierte Platte Münzen und anderen möchte ich mich bei euch verabschieden, möchte mich bedanken, dass ihr hier fast 20 Minuten mir beim Reden zugehört habt und zugeschaut habt. Das Ganze war, wenn man so will, eine kleine Liebeserklärung an das Sammelgebiet Weimarer Republik. Und vielleicht sammelt ihr ja auch schon solche Münzen. Und wenn nicht, dann wird es jetzt höchste Zeit, sich das Ganze mal etwas genauer anzuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.